Jedem hier fehlt etwas und manche haben von etwas zu viel. Begabungen, Spezialtalente. Einer, der Farben wahrnimmt wie Musik. Einer, der Fahrpläne im Kopf hat und das Wetter. Einer, der im Weltraum lebt und sich selbst nicht spürt. 1975, der Komet Mist. Am Morgenhimmel damals, oberhalb des Sternbilds Pegasus. Jetzt 1996, der Kometen Hyakutake. Er zog über den nördlichen Himmel. Am Sternbild Großer Bär beispielsweise vorbei. Er zog also über den ganzen nördlichen Himmel. War mehrere Wochen lang zu sehen. Wurde kurz vorher erst entdeckt von dem japanischen Astronomen Hyakutake. Daher hatte er auch seinen Namen. Man wünscht sich ja manchmal etwas ganz Besonderes, was man das